Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox und hier geht es um die Reparatur oder die Fehleranalyse von dieser Kühlbox hier. Und diese Kühlbox ist vor oder zwischen 1992 bis etwa 1998 gebaut worden mit diesem Kompressor hier. Das ist ein Danfoss-Kompressor, ein BD2,5F. Das ist ein Danfoss-Kompressor BD2,5F. Es gab noch ein BD3F und noch ältere Geräte. Vor 1993 hatten den BD2 oder 2,5, aber ohne F. Und hier hinten sehen wir die Steuerung. Das ist eine 102N 030 33. Ich habe ja mal bei Danfoss gearbeitet und da habe ich solche Steuerungen montiert, aber nicht lange, das lag mir nicht. Also in die Kontrolle von den Steuerungen und nachher war ich in der Aggregatefertigung. Dass wir hier besser dazukommen, das Gerät ist defekt, nehme ich das ein bisschen auseinander, dass wir das besser sehen oder dass ich das euch besser zeigen kann. Wir lösen unten die Snap-on-Bolzen. Das sind 4 Stück. Ich habe jetzt das ein bisschen zerlegt, jetzt sehen wir den Kompressor, wir sehen hier, geht die Druckleitung weg, geht in den Kondensator, vom Kondensator in den Filter und ins Kapillarrohr durchs System. Hier ist das Problem, das System ist nicht mehr dicht, da fehlt also Kältemittel, der läuft. Das hört man, wenn man Schraubenzieher nimmt, ins Ohr hält und hier drauf und dann kühlt es nicht. Man hört den Kompressor richtig laufen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kein Kältemittel oder der Kompressor fördert nicht mehr. Kommt aber das Gleiche raus, wenn das hier eingeschäumt ist, ist es Schrott. Wenn der Kompressor hier zu tauschen, ist ein Wahnsinn. Ich kann auch hier, ich könnte, aber hier hat es keinen Füllanschluss. Hier kann ich also keinen Druck messen. Hier könnte ich zwar mit einer Einstechzange hier reingehen und messen, nachher wieder zupressen oder ich löte direkt ein Füllventil ein. Ja, bringt auch nichts. Wenn wir hier aufmachen, diesen Deckel weg hier, dann sehen wir hier einen vierpoligen Stecker. Wenn ich diesen vierpoligen Stecker hier ein bisschen anlöse, habe ich so, wenn ich es ein bisschen schräg halte, so wie eine Raute. Wir haben unten den gemeinsamen, dann ist das ein Gleichstrommotor. Wenn wir das hier so ohne Stecker anschauen, habe ich, wenn ich es ein bisschen schräg halte, wie eine Raute, der unterste, das ist der gemeinsame. Weil das ein Gleichstrommotor ist, hat er zwei Wicklungen. Von hier nach hier ist die Südwicklung, von hier nach hier die Nordwicklung. Jetzt könnt ihr mit mir streiten, welches es Nord und Süd ist, spielt aber eigentlich keine Rolle. Und zwischen hier und oben ist eine Messwicklung, die misst, wo die Position vom Rotor steht. Da das ein Zwei-Anker-Motor ist, hat er Probleme, in gewissen Positionen anzulaufen. Ihr kennt das vielleicht früher von der Dampfmaschine oder vom Fahrrad. Wenn ich auf einer dummen Position bin, kann ich eigentlich nicht anfahren. Und das ist hier das Gleiche. Und die Kompressoren zwischen 1988 bis 1994 haben das Problem, dass da drin ein Magnet ist, der sich entmagnetisiert. Durch das Entmagnetisieren vom Magneten hält er plötzlich auf einer Position, wo das Anfahren eigentlich nicht möglich ist, dann könnt ihr den Kompressor schütteln
oder mehrmals probieren zu starten, dann geht er wieder. Bis er wieder auf dieser Position anhält und dann bleibt er stehen. Dann habe ich diese Steuerung hier. Hier habe ich die Brücke zwischen C und T, die kann ich auch mal kurz schließen. Hier habe ich das 12 Volt Eingang. Hier muss ich mindestens 10, oder 12 Volt haben, dass ich testen kann. Hier wäre noch ein Abgang für einen Ventilator. Und hier hat, wenn ich hier eine Brücke mache, schaltet der Kompressor auf 9,6 Volt aus. Also ich kann den Unterspannungsschutz hier tiefer setzen. Und dann ist eben das Kabel dran, was hier auf den Kompressor geht. Diese Steuerung gibt es auch Schäden. Ihr könnt die Steuerung aufmachen. Da hinten sind vier Schrauben. Die Schrauben kann man öffnen. Und dann sieht das Teil so aus, das wurde getaucht. Und der Tauchanlage habe ich auch mal bearbeitet eine Zeit lang. Und hier sind zwei Triacs drauf. Beim alten Vorgängermodell hat man es besser gesehen, da waren die schwarz. Und ja, man sieht es, wenn sie verbrannt sind, aber sonst an der Steuerung irgendwas zu machen wird schwer. Man kriegt auch hier keine Ersatzteile mehr. Also die Steuerung gibt es nicht mehr. Es hat noch einen türkischen Hersteller gegeben, der sowas geliefert hat. Also ich hätte noch. Mehr gibt es zu diesem Kompressor nicht zu sagen. Also eben Hauptproblem ist der Motor innen drin oder hier auf der Steuerung irgendwas verbrannt. Ihr seht, was hier drunter ist. Das ist auch noch so ein Thema. Hier ist eine 15 Ampere Sicherung drin. Und diese 15 Ampere Sicherung wirkt mit dieser Diode als Verpolungsschutz. Das heißt, wenn das Gerät verpolt wurde, ist diese 15 Ampere Sicherung defekt. Wieder eine 15 Ampere, nicht was Größeres, bringt nichts. Ja, das ist das, was zu diesem Steuerelektronik zu sagen ist. Neben der Kompressor wurde Produktion 1998 etwa eingestellt. Ja, das war's zu diesem Kompressor hier. BD2 bis so. Es gibt noch ein älteres Modell, aber das will ich euch nicht zeigen. Das steht bei mir im Museum. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.